Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Power World. Ich bin Nigoki und freue mich, dass ihr hier seid. Ich mag die Rüstung, die wir anhaben. Ich finde, die ist cool geworden letztes Mal. Wir haben ein bisschen Bosse gemacht letztes Mal. Das würden wir vielleicht heute weitermachen, weil wir müssen immer noch ein bisschen aufleveln. Wir sind jetzt Stufe 24 gerade. Wir brauchen aber etwas höher. Denn ich hätte gerne eine bessere Waffe, muss ich sagen. Lass uns mal gucken, was jetzt hier so noch als nächstes ansteht. Oder vielleicht können wir ja jetzt sogar schon was lernen, was ich übersehen habe. Die Betäubungsknüppel zum Beispiel wäre vielleicht nicht schlecht. Braucht 20 Metallbarren. Da würde ich mich mal drum kümmern. Das würde ich mal versuchen. Elektrodrüsen haben wir. Ich finde, so ein bisschen Nahkampfwaffen könnten wir schon aktiver machen. Und dann gibt es hier die alte Pistole ab Stufe 25. Ich glaube, dass die besser ist als diese olle Machete, die wir jetzt haben. Oder Muskete. Ab 27 können wir erst wieder aufleveln, weil wir brauchen Dinge. Aufleveln meine ich jetzt das Base-Ding. Hier ist es auch schon wieder kaputt. Warte mal, das mache ich mal eben weg. Oder ganz. Dann ist das wieder okay. Klammer, wo ist das? Hier. Okay. Zack. Alrighty. So, na gut. Dann würde ich mal gucken. Wir können uns auch mal ein bisschen wieder um die Zucht kümmern, weil ich finde das Züchten eigentlich sehr, sehr cool. Ja, das mache ich zuerst. Die sind ja alle aktiv, die machen ihr Ding. Das ist gut. Wen züchten wir denn jetzt? Ich würde einfach irgendwelche Dinger zusammenwerfen. Guck mal, wir können ja hier... Ich weiß nicht, Lupi? Lupi ist ein Junge. Ja, wir nehmen Lupi mal rein. Ich finde den ganz cool. So, wir nehmen den Lupi raus und wieder rein. Dann weiß ich nämlich auch, wo er ist. Hier. Komm her. Wie cool. Ich mag das. Ich mag die Animation, wenn er getragen wird. So, Lupi, du gehst mal hier rein kurz. Wir sind auch hungrig. Wir sollten dringend was essen, sehe ich gerade. Das machen wir mal gleich. Wenn ich was dabei habe, habe ich gar nicht. Ah, schlecht. Habe ich noch was im Kühlschrank? Ein bisschen Brot ist noch hier. Da können wir die Hälfte mal rausnehmen. So, dann speisen wir eben. Und dann sind wir auch wieder satt. Sehr gut. Gut. Und wen nehmen wir? Also Lupi war der Junge. Wen haben wir denn dann noch? Gucken wir mal. Vielleicht jemanden, den wir erst vor kurzem gefangen haben. Bussi ist auch ein Junge. Dinosaur Lux wäre interessant, fände ich. Tumut, ja. Midas. Wisst ihr was? Ich fände es interessanter, glaube ich, wenn wir Midas nehmen, anstatt Lupi. Ja, ich tausche die beiden mal aus. Ich nehme Midas. Weil mich interessiert, was mit Aegte de Terra passiert, wenn wir den nachzüchten. Wie schön das ist, ne? Das Gold und so, wie das glänzt. Es gab jetzt auch einige Updates, seitdem wir das letzte Mal da waren. Also, die haben einiges repariert, so Major Patches und so. Die Patch Notes gibt es auf Steam. Ich weiß nicht genau, ob die Konsolenversion auch geupdatet wurde. Ich denke mal, ja. Ich weiß nicht genau, ob das live passiert immer. Ich weiß es nicht genau. So, wen nehmen wir denn als Dame des Herzens dazu? Die Holly? Aber Holly hat schon... Wir haben schon ganz oft Wandwürmen. Irgendwie mit reingezüchtet, habe ich das Gefühl. Univolt, Bristler, Ruben, Gritzbold. Sweeper. Das könnten wir machen. Nee, wisst ihr was? Ich nehme Holly rein. Holly, ja, die kann das machen. Und dann würde ich sagen, geht Katniss raus so lange und die Holly rein. Und dann können wir die kurz schnappen. Kommst du? Okay. Weil wir hatten, glaube ich, noch nicht die Konstellation, dass das Wannwürm das Weibchen ist. Wir hatten immer das Wannwürm als Männchen bisher, aber nicht als Weibchen. Okay, haben wir noch Kuchen? Wir haben noch einen Kuchen. Okay, cool. Hier gibt es noch Pfannkuchen. Die kann ich ja mal schnappen eben. Kann ich ja schon mal mitnehmen. Und dann würde ich sagen, müssen wir ein bisschen was wegsortieren. Und dann gehen wir mal ins andere Lager und schauen mal, dass wir das Metall da ein bisschen abholen. Ich super guter Tipp unter einem meiner Videos vor kurzem gehabt. Und zwar gibt es wohl einen Button, den wir klicken können, dass alles reinsortiert wird automatisch. Was war denn das? R? Alles aufsammeln, schnell auffüllen. R. Ja, es war R. Aber es ist offenbar hier nicht möglich. Oh, Entschuldigung. Pestine, kommst du zurück? Wollte ich gar nicht rufen. Ist das hier? Ja, hier geht's. Cool. Ah, okay, das ist voll nice. Okay, das macht es schon praktischer. So kann ich dann einfach nur R drücken und dann sortiert ihr das automatisch mit dazu, was da ist. Verstehe.
Das ist cool. Okay. Wir haben hier noch minderwertige Munition, die brauche ich noch, weil die ist für die Muskete und für die Pistole. Okay, das ist dieselbe Munition, die beide verwenden. Wir haben ja auch noch den Bauplan vom Metallhelm. Den kann ich ja mal kurz wieder ablegen. Hier in unsere Bauplankiste. Und dann gäbe es eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich hätte voll gerne noch so eine Kiste mit alter Rüstung oder sowas. Die können wir ja hier daneben stellen. Was ist denn da oben drin? Zeig mal her. Ne, das ist irgendwie nicht das Richtige. Das ist ein bisschen schwierig, da jetzt ranzukommen, ne? Ich kann mich hier ranhängen. Warte mal, ich nehme das hier mal raus und packe jetzt hier einfach mal die alte Rüstung rein. Das sind zwar nur drei Slots. Kälteresistente. Ja, falls wir in halt ein kaltes Gebiet kommen, wäre schlecht dann, ne? Die würde ich mal noch benutzen. Hitzeresistenz. Ja, sollten wir auch dabei haben. Nee, es ist besser so. Ich lasse jetzt bloß den Hut hier. Ja. Ich mich an die Wand klammere dafür. Ich kann es sonst irgendwie nicht richtig anvisieren. Bisschen komisch. Okay, die Steine gehören hier nicht rein. Die Früchte lasse ich hier. Was ist das? Seltene Drachenkugeln. Die haben wir noch keinen Ort für. Gerade mal ein bisschen aufräumen gerade. Packe ich die hier einfach mit rein, würde ich sagen. Und dann machen wir draußen noch die Medizin und dann sind wir eigentlich okay. Wie weit ist das Ei? Ja, braucht noch ein bisschen. Oh! Oh! Fahrender Händler. Oh! Guten Tag, die Dame. Oder der Herr. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Es sieht ziemlich neutral aus. Willkommen! Schau dich ruhig um. Kaufen, verkaufen, gehen. Was hast du denn? Aha, Pallium. Ach, cool. Guck mal. Lock-on-Laser. 3000. Die hat auch Früchte. Das ist ja mal mega. Und das ist Säureschauer. Oh, die finde ich beide gut. Aber ich habe nicht mehr so viel Gold tatsächlich. Ich habe bloß noch 3484. Wassertechnik oder Elektrotechnik? Wisst ihr was? Ich nehme Lock-on-Laser. Ich glaube, das ist cool. Das wäre auch nice. Was ist das? Selbstzerstörung. Nee, doch nicht so nice. Das muss nicht sein. Da unten haben wir noch. Was ist das? Gefügigkeitsdroge? Ey, das ist so bizarr und düster, einfach dieses Game teilweise. Ein hochwirksames Mittel gegen. Was? Renitente Elemente. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Was heißt renitente Elemente? Keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Und ich habe viele Wörter gehört in meinem Leben. Müsste ich mal googeln, das interessiert mich jetzt. Ich kaufe jetzt einfach die Elektrofrucht. Die soll es sein. Vielen Dank. Kann ich die vielleicht einem meiner Pals beibringen? Könnte ich bestimmt. Aber ich heb die mal kurz auf. Aber was mich interessiert, ist die Stärke davon. Stärke 70. Ja, es ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Eine gute Elektroattacke auf jeden Fall. Ich pack die hier mal mit rein, einfach. Du kannst doch, glaube ich, an den Farben sehen, wie gut die sind. Ungewöhnlich. Guck mal, das ist ungewöhnlich. Mit einer grünen Farbe und eine Wasserattacke bei Stärke 30. Selbe für die Luftkanone. Und Blau ist selten. Das ist also besser als Grün. Das ist also gut zu wissen. Blau ist immer besser als Grün. Okay. Weiß nicht genau, wie die Farbreihenfolge ist. Okay, dann lass mal schauen, dass wir ein bisschen aufleveln. Ich weiß nicht genau, wie wir es machen sollen. Wir könnten Bosse killen und so. Oder wir könnten weiter erkunden gehen. Ich würde vielleicht mal Relaxaurus Lux probieren. Weil der ist direkt hier bei der Sphäre, beim Teleportturm. Und der ist in unserem Level, den haben wir noch nicht gelegt. Das sollten wir vielleicht schaffen. 31 ist, glaube ich, machbar. Wie ist denn unser Team gerade? Wir haben jetzt Pestine, Petunia, Mars, Dranilf und Freeze dabei. Ist eigentlich gut ausgeglichen. Wen ich sehr vermisse, ist unser Raymond. Den hätte ich gerne wieder. Warum habe ich den überhaupt nicht dabei? Wo ist der denn? Ich kann ihn nicht sehen. Da ist er. Raymond, ja. Aber der ist relativ stark. Was ist, wenn wir Freeze rausnehmen für Raymond? Freeze war jetzt, glaube ich, auch nur drin, weil Raymond K.O. war temporär. Ich werde mal ganz kurz durchfüttern. Einmal für uns, einmal für den und einmal für den. Okay. Dann passt es wieder. Sehr gut. Jo, dann warp ich da mal hin.
Wird jetzt auch dunkel, aber das ist jetzt wurscht. Nee, ich drücke mal die falschen Knöpfe. Steht doch alles da. Okay, dann nehmen wir hier die Sphäre und machen einen Sushi. Oh, ich habe nicht geguckt, ob ich genug Perlsphären habe. Ich glaube aber schon, oder? Ja, ja, das sollte reichen. Guck mal, 9 gelbe, eine grüne und die blauen. Okay, das ist ein großer Relaxaurus. Den können wir nochmal kurz mitnehmen. Gibt ja auch Erfahrungspunkte. So. Ey, chill, Junge. Okay. Hochwertiges Palöl kommt nicht oft. Das ist gar nicht schlecht. Wir nehmen hier die beiden auch noch mit. Ich muss ein bisschen öfter auf den Kopf ziehen. Einfach, ich glaube, dass das mehr Damage macht. Oh, oh ja, viel mehr. Schon brutal aus. Einfach so ein Headshot, ey. Kippt erstmal nach hinten weg. Hier sind auch super viele Pais-Fan und so. Pais-See, meine ich. Okay, wo ist der Turm? Da ist der Turm. Wo ist die Sphäre? Die ist direkt vor meiner Nase. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Gut, dann komm mal zurück. Ich weiß leider nicht, welches Element das Lux-Ding hat. Ich denke, dass es Donner ist. Das wäre... ein Bodentyp. Da wäre ein Bodentyp. Gut, wir haben keinen dabei. Ich glaube nicht, dass ich... oder? Ne, Pastine ist Schatten. Petunia ist Gras. Wir haben Feuer. Wir haben Drache. Und wir haben Elektro. I don't know, Leute. Ich würde einfach mal mit Mars anfangen, weil ich glaube, Mars ist der stärkste, den wir haben zurzeit. Mars haut rein. Oh, das sieht cool aus. Mega, cool. Na dann mal los, Mars. Das ist riesig. Das ist auch Typ Drache. Drache und Elektro. Jetzt kurz geleckt hier. Ich bin nicht zu nah an das Vieh ran, ehrlich gesagt. Siehst du? Wegen dieser Ringattacke, die das macht. Das ist eine typische Elektroattacke, deswegen immer nicht zu nah an Elektro-Pals. Was ist denn mit der Framerate los heute? Oh je, Mars ist ganz schön angeschlagen schon. Au. Au, 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 au. Au, es schmerzt. Das ist definitiv machbar. Okay, schnell. Nächste Paar. Elektro gegen Elektro. Ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Lass mal lieber Petunia rausnehmen. Die macht auch nicht viel Schaden. Ist aber machbar, solange wir nicht in den Kampf großartig mit eintauchen, ist das voll drin. Das ist auch voll die geile Attacke, dieses Drachenfeuer. Ich habe bloß noch 6 Schuss. Petunia ist auch nicht mehr lange. Aber die macht es gut. So, sorry, wenn ich gerade ein bisschen stiller bin. Ich versuche mich gerade zu fokussieren auf den Fight. Elfi dran. Dranilf. Oh je, okay, das macht gar kein Damage. War vielleicht ungünstig, dass wir unser Flugtier genommen haben. Die Attacke sieht so cool aus, visuell einfach. Ich glaube, wir brennen, ja. Ich könnte ja schon mal Pulsfern werfen, so ein bisschen.
Könnten das ja schon mal versuchen. 6% sind echt nicht viel. Ich glaube nicht, dass es klappt, ja. Nein, wir müssen es noch weiter schwächen. Sonst wasten wir die bloß. Das ist mal so ärgerlich, wenn der kurz... Oh, Mist, der hat geladen. Oh, okay. Was will ich sagen? Okay, jetzt weiß ich's. Das braucht immer voll lange, ne? Mit dem Nachladen. Von der Muskete. Und dann... Bist du mal kurz davor, fertig zu sein mit dem Nachladen? Und dann kommt der und greift dich an. Und dann weichst du aus und dann geht das Nachladen nicht durch. Und das ist das, was ich gerade sagen will. Eigentlich nicht so kompliziert. So. Komm mal zurück. Wir nehmen jetzt Raymond, dass wir mit Dranilf noch fliegen können. Ich meine, der kriegt trotzdem Schaden von dem Elektro-Ding. Was ich ganz gut finde. Das ist ganz convenient eigentlich. 10%. Nee, reicht immer noch nicht. Komm mal zurück, Raymond. Nicht, dass du ihn killst, noch aus Versehen. Komm schon. Nee, er will nicht. Oder? Oder? Nee. Scheiße. Ärgerlich! Das schaffen wir nicht mehr. Die Grünen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen den killen und nochmal reinkommen. Wir haben jetzt bloß noch blaue. Und das wird nicht ausreichen. Das wird einfach nicht ausreichen. Schon Wunder, dass der überhaupt reingegangen ist. Ich glaube, man hört noch kurz mit der Spitzhacke rauf. Aufgekloppt. Ne, wir killen den und dann machen wir das nochmal. Ich brauche den jetzt auch nicht unbedingt. Wir müssen mit besseren Pulse-Fan reingehen. Also ich will es schon haben. Ich finde es vom Design her ziemlich cool. Ich finde das in Gelb fast schöner als in Blau. Das Relaxaurus. Ich kann ihn noch werfen, was da ist so, bis es tot ist. Ne, das war alles. Wir haben nichts mehr. Aber den Punkt haben wir. Das ist gut. Und da gab es noch seltene Drachenkugel und hochwertiges Palo und antike Bauchteile, Bauchteile und Elektrodrüsen. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Cool. Raymond, das hast du gut gemacht. Komm bitte zurück. Wie sieht es aus mit unserer Rüstung? Die ist relativ angeschlagen. Das gefällt mir nicht so. Wir haben tatsächlich alles fern gewastet. Naja, so war's eben. Aber es gab ganz gut Erfahrungspunkte. Wir sind kurz vor Level Up. Wir sind kurz vor 25. Das ist sehr gut. Na denn, das will ich jetzt noch kriegen, das Level. Vielleicht können wir ja hier noch irgendwie ein paar ahnungslose Pals überraschen im Dunkeln. Was gibt's denn hier so? Hier ist noch eine Sphäre. Ermorden einfach Ribbunnies im Schlaf. Das sollte ja, wenn es genug sind, vielleicht ausreichen. Was ist denn das? Ist das eine Leiche, oder? Ich glaube, das war das tote Relaxaurus von vorhin. Naja, die liegen hier noch rum. Krass. Es tut mir fast leid, aber ich brauche gerade die Erfahrungspunkte. Und die Tropfenleder. Das möchte ich auch. Na gut, lass uns nach Hause erstmal schlafen gehen. Obwohl, nö, brauchen wir gar nicht mehr. Guck mal, es wird eh hell. Dann gehen wir nicht nach Hause, sondern in die andere Base, die zweite.
die da hier war, genau. Und nehme erstmal das Metall mit, denn ich hätte gern. Oh, guten Morgen. Ein paar Dinge. So, hier ein neues Metall herstellen. 21 Stück. Voll geil, es ist so nebenbei einfach passiert. Wie sieht es denn hier aus? 140 Bären haben die noch, das reicht erstmal. Ich gebe denen noch. Die. Nö, das wäre mir zu gut. Vielleicht machen wir hier die Hälfte von dem Brot. Und wir selbst sind auch hungrig, dann können wir auch nochmal frühstücken kurz. Und unsere Pals sind relativ angeschlagen. Das würde ich mal eben ändern. Gehen wir an die Palbox. Hier sind auch nicht alle ausgefüllt. Was okay ist, ich will jetzt hier noch keine volle Station draus machen. Ich würde Mars sich erstmal erholen lassen und Petunia. Die haben sich sehr gut geschlagen. Mars ist mega gut, finde ich einfach. Wir nehmen so lange. Wir können ja Freeze wieder mit reinnehmen. Und. Wen noch? Ich weiß es nicht, Leute. Wen nehmen wir denn noch? Dinosaur Lux? Nö. Ich will es halt ein bisschen versierter lassen. Also wäre ein Erdpal vielleicht wirklich nicht schlecht oder ein normaler. Mein Monoke können wir auch wieder rein. Ja, dann machen wir es halt so. Dann ist Monoke jetzt erstmal wieder im Team, solange wir gehen hier ins Lager, weil ich mich nicht gerne aufhalte durch das Geräusch. Ich habe das mal auf dem linken Ohr und finde das mega anstrengend. Okay. Das Ei ist durch, ne? Guck mal, es ist ein Grasei geworden. Torte fehlt. Saftig grünes Riesenei. Das ist bestimmt ziemlich gut. Na gut, dann würde ich mal eben die Situation hier wieder ändern, dass die da nicht ewig nutzlos in dem Teil rumrennen. Wen nehmen wir denn rein? Ich habe jetzt gar keine großen Bedürfnisse momentan. Deswegen ist es vielleicht irgendwas Vielseitiges, macht vielleicht Sinn. Katniss könnte wieder rein, dann nehmen wir Midas raus. Und Lupi, dann lasse ich es so, wie es vorher war. Die können sich einfach einbringen. Und was wollte ich schmieden? Ich hatte doch vorhin irgendwas gesehen, was ich haben wollte. Da gab es doch bei der Technologie irgendwas Interessantes, glaube ich. Ja, was war denn das? Ach stimmt, der Stab, der Betäubungsknüppel. Hochwertige Werkbank mache ich den. Ja gut, ich habe jetzt nicht genug Metall da. Das muss erstmal fertig kochen. Hier könnte ich nochmal was in Auftrag geben. Da kommen halt auch nochmal so zwei, drei Erze, kommen mal aus den Steinen raus, was cool ist. Und dann würde ich mal direkt zurück, weil wir haben Gott sei Dank jemanden in der zweiten Base, der halt Brennen Level 2 hat. Das heißt, es geht relativ fix immer. Man wird sich wieder hier rumragdollen und dann erst aufwachen, wenn ich mich dahin bewege. Guck mal, er ist schon bei 16. Das ist mal cool. Geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Ich warte noch kurz, bis die durch sind hier. So, wie viel haben wir jetzt? 23 sogar, das reicht schon. Ich breche das mal kurz ab und gebe das nochmal neu in Auftrag, dass er hier gleich weitermachen kann mit den nächsten 18. Weil das ist hier wirklich nur die Metallstation, also gibt es nichts anderes, außer die Betten und halt ein Feld zum Essen und, ne, dass die überhaupt leben können und existieren können. Aber ich glaube, dieser Knüppel ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der Damage macht auch oder ob der wirklich nur betäubt. Oh, und hier gibt es ein Ei, ein Jumbo-Ei. Ich glaube, das kommt auch aus der Zucht, was cool ist. Cool, es war ein Fellbad und wir haben ein Level Up. 25. Gut, dann würde ich gleich das nächste Ei reinwerfen. Da können wir doch gleich das saftig grüne Riesenei in selten nehmen. Das dauert bestimmt lange. Aber ich glaube, es ist ein guter Pal. 1 Stunde 20, krass. Wird es die Folge noch schaffen, weiß ich nicht. Aber sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Okay, ich mache jetzt erstmal den Knüppel. Und wisst ihr was? Es gibt ja auch noch mehrere Buffs für die Base, die ich noch nicht gemacht habe. Wie dieser eine Topf zum Beispiel, dass, ne, brennen schneller geht, sammeln schneller geht und solche Geschichten. Da können wir uns auch mal drum kümmern. Das habe ich doch irgendwie gar nicht. Bin ich doch gar nicht so angegangen. So, große Werkbank hat er gesagt, ne? Ja, hier ist er. Betäubungsknüppel. Nur das passt doch, das machen wir mal. Los geht es. Das dauert ganz schön lange.
würde sagen, das lassen wir einfach machen von Lou. Der ist ja jetzt extra hergekommen, möchte sich beteiligen, dann soll er das auch tun. Und hier machen wir nochmal ein neues Fern. Machen wir auch nicht selber. Lassen wir auch schmieden. Jetzt nochmal mehr. Ja. Ich werde jetzt mal ein bisschen Metall einsammeln gehen erstmal. Obwohl, nö. Wisst ihr was? Wir gucken erstmal, was wir hier machen mit uns selbst. Die Werte können wir erhöhen. Was nehmen wir denn? LP? Ausdauer? Angriff? Gewicht? Gewicht ist jetzt nicht mehr so wichtig, finde ich. Ich glaube, LP. LP macht Sinn. 1500. Gib ihm. Können wir denn schon? Wir haben ja ein paar Palsen gefunden. Können wir denn die Pals nochmal verstärken? Bei der Statue? Geht das? Ist das drin? Die eigenen Fähigkeiten werden nicht funktionieren, wenn wir nicht genug Statuen haben. Genau, da fehlen uns noch einige. 8 Stück, um genau zu sein. Und hier könnten wir, glaube ich, nochmal ansetzen. Was ist mit Dranilf? Wir haben 2 blaue Sphären, also zweimal könnten wir Waffen. Ich würde auf Angriff gehen, erhöhen und auf LP. Okay. Das ist doch gut. Die Parts, die wir jetzt eingelagert haben, waren die jetzt schon wieder gesund oder noch nicht? Noch nicht. Nee, die brauchen noch 4 Minuten. Aber das ist nicht lang. Das geht schnell. Okidok, dann wollen wir hier mal hin teleportieren und ein bisschen nach Norden fliegen einfach und gucken, was da so ist. Da habe ich nämlich noch nicht so umgeguckt. Das machen wir jetzt mal. Ich habe leider keine Passwörter dabei. Das ist ärgerlich. Aber ist eben so. Aber wir haben noch Technologien. Oh, warte mal, wir werden hier hinten angegriffen. Können wir auch killen. Oh ja, sehr gut sogar. Danke, Raymond. Es wäre vielleicht auch cool, wenn wir uns den Raymond-Sattel machen. Oder Rayhound, das ist ja nur ein abgewandelter Name. Jo. Dann nehmen wir mal Dranif raus. Und dann schauen wir mal eben, wo es lang geht. Wenn ich jetzt hier ein Stückchen geradeaus und mich dann links halte, komme ich in Gebiete, in denen ich noch nicht war. Okay, was ist da? Das ist bloß ein Bristler, ne? In dem Käfig, das ist jetzt zu vernachlässigen. Interessiert mich jetzt nicht dolle. Ich würde mal hier so einfach geradeaus fliegen. Obwohl, nö, nö, warum? Ich mische mich da ein, einfach nur, weil es Prozentpunkte gibt. Dann können wir das Brustlauf rauslassen. Ich habe zwar Millionen davon, aber vielleicht versaften wir dann doch mal welche. Ich mag das eigentlich nicht gerne machen, aber vielleicht bleibt uns nichts anderes übrig. Ich bin auch nicht ganz sicher. Bei Pokémon ist es so, wenn deine Boxen irgendwann voll sind, ne? Wenn du, weiß nicht, nachgezüchtet hast oder so und deine Boxen sind irgendwann voll, erweitern die sich und du kannst eigentlich ziemlich, ziemlich viele Pokémon haben. Und ob das hier so ist, weiß ich nicht. Ob das auch so ist. Dass sich die Computerboxen irgendwann erweitern. Ich könnte ja theoretisch, du wirst ja auch dazu angehalten, super viele Pals zu fangen. Und, oh, okay. Und ich könnte theoretisch ja ständig Pals fangen und gucken, ob das so ist. Ich meine, ich bin jetzt auf Seite 3 oder so von 25. Das ist schon relativ viel, was wir machen können, das auf jeden Fall. Aber ob wir dann nochmal Lagerplatz oben drauf kriegen, das wäre halt die Frage. Judy! Oh, für die Lüfte! Das sieht eigentlich cool aus hier. Was ist denn das für ein Ding? Ah, Serpent. Okay, ich habe noch kein Bildes gesehen. Wir hatten bloß, glaube ich, eins gebrütet mal. Wie schön das ist hier. Voll idyllisch. Der See, ey. Mega aus.
fliege gerade ein bisschen langsamer mit Absicht, damit ich so ein bisschen Überblick bekomme. Oh! 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 Krass! Jaumundtide. Ob der mich angreift, wenn ich da jetzt runtergehe? Ich glaube nicht, ne? Die Bosse machen das nicht, wenn ich das nicht mache, oder? Cool, das aussieht. Kriegen gerade Damage aus Gründen, die ich nicht verstehe. Okay, vielleicht lag es an der Ausdauer. Ne, es ist ganz zahm. Guck mal, es ist still. Es tut nichts. Ich kann es nicht killen mit 45. Das funktioniert nicht. Okay, aber die Statue haben wir mitgenommen. Da oben ist auch noch einer, hatte ich gesehen. Und da liegt noch eine Paarsphäre im Wasser. Die hätte ich gern. Die schwebt hier so. Was für ein idyllischer Ort. Gefällt mir übelst. Ja, Drani fliegt schon spürbar langsamer als unser Bandwurm. Okay, jetzt hat uns doch was angegriffen. Speede mal ein bisschen darüber. Das schaffe ich nicht, ne? Ne. Solange wir auf Grund und Boden sind, regeneriert es eigentlich sehr, sehr gut wieder. Da habe ich gar nicht hingezielt. Ich habe eigentlich dahin gezielt zu ihm. Das ist so cool, es macht eigentlich voll Spaß. Ja, ich müsste mal ein bisschen mehr auf dem Rücken kämpfen lernen. Das habe ich irgendwie noch nicht so raus. Ging aber gut. Na gut, ich renne jetzt hier einfach mal hoch und schau mal, was hier so ist. Das ist doch alles neues Gebiet hier, ne? Ja, hier ist ein Turm gleich vor uns. Den können wir mal mit freischalten. Das war gerade komisch hier. Mit dem Shader-Problem. Und da ist nochmal so eine Station. Ist auch cool. Ich nehme erstmal die Station mit. Beziehungsweise. Oh, meine Maus spinnt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich nehme die Station. Nicht die Station, das Dorf. Und dann gehen wir zum Turm. Was haben wir denn da drin? Öh, das ist ein blauer Igel, guck mal. Den kenne ich noch nicht. Wie cool. Okay, der hat nicht lange überlebt. Oh, neue Pfeile, ich habe nicht mehr viele. 60 Stück sind es jetzt noch. Ich meine, wir finden ab und zu welche. Raymond, machst du was oder bleibst du da? Manchmal stecken die halt fest, einfach. Sammeln wir schon mal ein, was hier rumliegt. Okay, der hat auch bloß gewartet, bis er ermordet wurde. Da ist noch ein Direhole. Aber der ist schon anvisiert. Ja, ich sehe ja zu, dass ich jetzt so viele Prozentpunkte wie möglich bekomme, Erfahrungspunkte. Damit wir endlich mal vorankommen. Ich würde gerne Stufe 30 werden. Und dann den Turm nochmal angehen. Das wäre so mein nächstes großes, größeres Ziel. Jolter Christ. Cool. Gibt man Jolter Christ einen Stoß? Ach, das lesen wir heute Abend einfach. Ich würde mich jetzt mal hier weiter nach Norden begeben. Und schauen, ob wir etwas Nettes finden. Dieses Sweepy zum Beispiel. Ich hätte mittlerweile wirklich gerne eine bessere Waffe. Ich finde die Waffe zu schwach. Ich meine, für so 12er-Dinger oder so geht's noch. Das ist noch im Rahmen, aber es ginge besser. Finde ich.
Es ginge auch besser. So, hier war ich wirklich noch gar nicht. Das sagt mir nichts hier. Ach so, den Turm. Ja, den wollte ich gerne noch. Wir können auch auf Monokel reiten. Ja. Warum haben wir sie denn dabei sonst? Ist ein bisschen flinker. Wo ist denn der Turm da vorne? Und dann boxen wir die hier weg. Ich dachte eigentlich, ich habe verschädigt, aber nein, hatte ich nicht. Ich habe getroffen. Das macht schon Spaß irgendwie. Aber du musst halt wirklich in die Richtung gucken, in die du willst. Das war cool. Ich meine, eigentlich, dir ist kein schlechtes Pal. Ist halt so. Ich finde es auch vom Design her cool und allem. Aber mittlerweile gibt es halt viel Besseres. Und haben wir auch viel Besseres. Ich finde, Freeze zum Beispiel ist so einer. Okay, können wir auch nochmal was abholen? Das machen wir dann doch auch. Freeze macht Damage. Aber so richtig. Wow. Das war gar nicht schlecht. Also überhaupt nicht. Uah. Auf keinen Fall in diesen roten Kreis kommen. Das ist wirklich, wirklich schmerzhaft, wenn du das tust. Okay, cool. Dann haben wir die tot. Oh. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht mit dir Stress anfangen. Hast du gut gemacht, Freeze. Ich mag Freeze. Das ist kein schlechter Part. Okay, hier gibt es noch ein Tokotoko. Die sind immer so stoned aus irgendwie. Und dann haben wir Hunger. Gut, den Bambuswald kennen wir schon. Da waren wir schon mal, ne? Auf jeden Fall in der Nähe waren wir schon mal. Wenn ich jetzt weiter nach Norden gehe, kommen wir trotzdem noch in ein neues Gebiet. Ich mach das mal ein bisschen zu Fuß hier alles. Ganz schön viele Sweeper. Und die laufen auch immer in Packs rum mit diesen Swees. Also, es ist offenbar so, dass Pals sich nicht entwickeln. Es gibt einfach verschiedene Parts, die ähnlich sind. Wie zum Beispiel Penguin und die kleinen Pinguine, deren Namen ich gerade nicht weiß. Man könnte ja denken, dass sie sich außen und, ne, dass sie sich entwickeln, quasi. Ah, wie hießen die denn? Auch irgendwas mit P. Aber es sind einfach zwei verschiedene Parts. Ist nicht wie bei Pokémon. Das ist mega schön hier. Ich finde es voll cool. Ich sehe aber nur Swees und die kleinen davon oder die größeren. Hier gibt es bestimmt irgendwas Interessantes. Guck mal eben. Okay, der ertrinkt auch nicht, der kann auch unter Wasser atmen. Ich will den da eigentlich noch rausholen. Ich glaube, dass der Stuck ist da unten. Ich kann nicht ins Wasser schießen. Hat der irgendwas fallen lassen? Hat er, aber ich komme nicht ran.
Tauchen kann ich nicht, ne? Nö, das ist unerreichbar. Ist ja auch doof. Geht jetzt ja einfach mal zu Fuß weiter. Wo laufen wir denn hin? Immer noch nach Norden. Oh, hier gibt es auch nochmal einen... Oh, Quivern. Guck mal. Gibt es nochmal einen Oberweltboss? Den können wir mitnehmen. 23 ist machbar. Das ist total machbar. Ja, ich ignoriere den mal ganz kurz. Ich nehme Elfi dran raus und dann fliegen wir mal. Kurz und suchen das, den Boss. Müsste. Ist bestimmt irgendwo oben. Da ist auch noch eine Liefmunk. Und ein Ei! Oh, ich bin so gespannt, was aus diesem Grasei rauskommt, das irgendwie anderthalb Stunden dauert zum Brüten. Vorne das Ei. Das hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, das ist das erste, was wir überhaupt gefunden haben. Ich mag die Übergänge zum Fliegen und Laufen. Das ist cool bei Elfidran, dass es geht. Aber wo ist der? Wo ist dieser Boss? Lass mal nochmal kurz auf die Karte gucken. Das ist hier weiter in die Richtung. Da oben wahrscheinlich, ne? Guck mal, das ist auch ein richtiger Spiralberg. Du kannst quasi um den Berg rum und dann in der Spirale nach oben. Ich trau mich immer nicht so schnell zu fliegen, weil unser Dranif hat nicht viel Ausdauer irgendwie. Da ist es. Ach nee, das ist eine Statue. War ich hier nicht doch schon mal? Nee. War ich noch nicht. Wie cool. Das wäre der Drachenschwing. Oh, warte mal, lass mal wieder kurz rausnehmen. Die haben bestimmt noch was Schönes dabei. Wie mega das aussieht. Ich finde die voll geil, die Statue. Guck mal. Geht da gleich rein. Ich will da bloß ganz kurz den Turm, der hier in der Nähe war. Den, ich hatte doch gesehen, hier war ein Turm. Genau da. Den will ich schnell aktivieren, falls wir sterben, dass wir wieder herkommen. Ich glaube nicht, dass wir sterben. 23 ist kein Level mehr für uns. Ich meine, wir sind jetzt auch 26 selber, ne? Oder sind wir 25? 25, Entschuldigung. So, das haben wir. Ah, krass. Ist das eine Brücke? Ja. Oh, und da hinten ist eine Höhle. Okay, da gehen wir danach rein. Okay, cool. Ach, erkunden macht Spaß. Und Ranif ist hungrig. Ja, da können wir was ändern. Hier ist mal ein bisschen Pfannkuchen, mein Guter. Ja. Und dann kommst du mal zurück. Ich habe nicht viel dabei. Vielleicht finden wir noch irgendwas unterwegs. Ein bisschen Fleisch oder Beeren oder sowas. Was ist das hier? Pistolenmunition liegt hier einfach so rum. Ist auch gut. Ich habe auch wieder Schuss für die Muskete. Kann man ja schon mal laden. Spart ein bisschen Zeit. Und was ist das? Oh. Hey, wir haben eh voll viele Notizen, die wir noch nicht gelesen haben. Das machen wir dann auch heute Abend, bevor wir Feier machen. Wir kommen immer näher zum Baum ran. Voll der schöne Blick auf den Baum. Wartet mal ganz kurz, ich gehe gleich rein. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Boah, das ist noch ein ganzes Stück, oder? Scheint immer noch super weit weg. Guck mal, wie viel Land da noch dazwischen liegt. Also der Baum, ich schätze mal, der ist ungefähr hier. Weil hier ist das Schneegebiet. Das ist... Nee, das ist hinterm... Ist das hinterm Baum? Oder ist es vor dem Baum? Dieses Schneegebirge. Ich weiß es nicht. Na gut. Es dämmert, deswegen gehen wir jetzt in die Sphäre. Machen den Kampf. Wie viel Parsven haben wir dabei? Wir haben 4 gelbe, 3 grüne. Ja, wahrscheinlich können wir es fangen. Das sollte gehen. Lass mal rein da. Oh, ich bin geflasht. Das sieht cool aus. Das sieht so cool aus. Was für ein cooler Pal. Mit dem will ich fliegen, nicht mit Elfidran. Oh mein Gott, ich muss den unbedingt fangen.
Und der ist riesig groß. Der wird auch seine Größe außerhalb behalten, weil es ist ja ein Boss quasi. Hey, seit wann gibt es hier so eine Nische? Mir noch nie aufgefallen. Ich will warnen. Ist auch ein reiner Drachenpal. Okay, komm mal zurück, bitte. Ja. 13% mit der grünen. Das ist schon mal nicht die gelbe. Das sollten wir eigentlich haben. Mann, geh doch aus. Auf zu brennen, Junge! Ich will nicht sterben. Ich will wirklich nicht sterben. Scheiße, scheiße. Ah! Oh, okay, das sollte gehen. Das sollte gehen. 30% sind viel mehr. Nein, komm mal. Bitte. Bitte bleibe drin. Sei doch ein guter Pal. Come on, come on. Oh, nice. Oh, ja, ja, ja. Cool. Ich find's cool. Quivern, Alter. Was ist das? Ich glaube, das war auch fast meine letzte... Ne, zwei hatte ich noch. Gut, dass wir ein paar Gigas gemacht haben oder beziehungsweise gefunden haben. Das ist cool. Okay, wir haben auch noch 15.000 Erfahrungspunkte für Level 26. Aber wir haben noch die Höhle vor uns. Deswegen gehe ich da nochmal rein kurz. Problematisch ist, dass wir keine Passwörter mehr haben. Wenn wir jetzt nichts finden in der Höhle, sind wir ein bisschen aufgeschmissen. Ein bisschen geschmissen auf. Und hier gab es noch Brot, ein bisschen Münzen. Ja, Münzen sollten wir wieder sammeln. Ich habe kaum mehr Münzen. Okay, warte mal. Das war auf der Seite bei dem Turm. Und dann über die Brücke drüber, ne? Was ist hier los? Warum blinken wir so krass? Einfach nur, weil wir angeschlagen sind, oder? Ich glaube, das ist der Grund. Uns ist nicht kalt oder sowas. Nee, nee, das ist eigentlich milde Temperatur hier. Das ist genau in der Mitte. Kann nur nicht viel sehen. Geh jetzt mal zum Turm. Und wenn ich da die Brücke sehe... War das hier? Ja, ja, die war genau beim Turm. Guck mal hier einfach rüber. Und dann auf der anderen Seite. Da war die Höhle. Und wenn wir durch die Höhle durch sind, müsste es auch wieder hell sein. Genau, ich gehe jetzt hier rüber. Es ist immer noch Sonnenuntergang. Also es hat nicht lange gedauert, der Kampf. Aber wie cool ist dieser Pal, den wir gerade gefangen haben. Ich sehe Shit. Ich sehe überhaupt nichts. Vielleicht sollten wir uns eine Fackel machen oder sowas. Kann ich das auch unterwegs? Oder brauche ich das, da brauche ich eine Werkbank, ne? Was ist denn das hier? Splittergranate, guck mal. Eine Handgranate für den Kampf auf mittlere Distanz explodiert beim Aufprallen und fügt Gegnern Schaden zu. Aha. Ich nehme die mal rein, anstatt der Axt. Sind zwar nur zwei Stück, aber besser als nichts. Guti. Ich glaube, die war hier irgendwo. Ich sehe halt nichts. Ach, da. Da? War die hier? Nee. I can see shit. Die war direkt neben dem Eingang. Also hier, auf der linken Seite. Scheiße. Oh, ich wünschte, ich könnte irgendwas sehen. Geh jetzt mal hier nach links. Links, links, links. Hier? Ey, das geht gar nicht gerade. Wartet mal. Komm mal bitte hier, ja. Mach doch mal... das hier. Kann ich immer noch nicht sehen. Das erhält das Gebiet vielleicht ein bisschen. Aber auch nicht wirklich. Egal, ich bleib trotzdem auf Elfi dran. Weil ich weiß, die war hier. Aber gut, dass wir auf Elfi dran waren. Aber wir sind abgestürzt. Sorry, Leute, ich stümper gerade rum. Aber das ist irgendwie weird. Ich weiß doch, da war der Eingang.
Ich habe ihn doch gesehen. Ist es das hier? Ist das der? Ist der Engel? Nee, ich bin ja nicht mehr auf dem Boden. I don't get it, people of the night. Ich versuche ihn einfach zu sehen gerade, aber ich kann ihn nicht sehen. Es ist ja auch nur ein schwarzes Loch in der Dunkelheit. Das ist es doch, oder? Ich sehe es doch. Das ist doch der Eingang, oder? Aber da ist doch gar kein Boden. Das hier, oder? Nee. Irgendwie nicht so. Es müsste hier sein, irgendwo links. Ach! Okay, wisst ihr was? Wir fliegen kurz darüber zur Liefmunk-Statue und warten dann auf den Tag. Der müsste ja gleich wieder anbrechen. Das dauert ja nicht so lange. Weil ich will die Höhle jetzt noch mitnehmen. Jetzt, wenn ich schon mal hier bin. Ich weiß, ich könnte easy peasy wieder herkommen, aber. Nö. Die mag's nicht. Die mag ich nicht. So, warte mal hier. Nimmst du das mit wenigstens? Ja, vielen Dank. Warum ist es da immer noch am Dämmern? Da war doch ein Höhleneingang. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es nicht so war. Ich hab's doch gesehen. Okay, es wird hell. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich will nicht komplett abstürzen, deswegen gehen wir mal runter. Ich warte kurz, bis die Sonne einigermaßen aufgegangen ist. Ich kann schon wieder nichts mehr sehen. Durch die Schatten hier. Hui! Powerwood hat so viel Potenzial. Ich hoffe, dass da noch so viel kommt. Die haben noch, weiß ich nicht, so viel Zeug, was sie da einfügen können. PvP wäre auch cool für Multiplayer. Ich meine, das hier ist eine Singleplayer-Welt, aber du kannst es ja anschalten und ausschalten. By the way, Leute, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Multiplayer-Power-World und wir uns gut verstehen, warum nicht, schreibt mir einfach einen Kommentar oder so. Oder kommt ins Discord. Ich habe den Discord-Link in der Kanalbeschreibung und auch unter den meisten Videos, nicht unter den Power-World-Videos, aber unter den meisten Videos mit drin. Könnt gerne einfach kommen und mir Bescheid sagen, mich anschreiben im Discord und dann, wenn ihr Bock habt, vielleicht passt es ja gut mit uns beiden und wir könnten eine Runde zusammenspielen. Das geht auch sehr. Ich verstehe nicht, was hier geht. Ich verstehe nicht gar nicht, was hier abgeht. Ich war zu 100% sicher, dass hier eine Höhle war. Und ich sehe sie einfach nicht mehr. Als wäre sie verschwunden. Guck mal, ich war doch da drüben. Und habe auf die andere Seite geguckt. Und habe dann den Höhleneingang gesehen. Aber warum sehe ich ihn jetzt gar nicht mehr? Irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und ärgerlich, vor allen Dingen, weil ich jetzt hier gerade die ganze Nacht abgehangen habe. Hey, das ist er doch da vorne, oder? Oder sah das nur so aus und es ist gar keine Höhle? Nee, das hier, das muss er sein. Ja, kannst du mir doch nicht erzählen, dass es keine Höhle ist. Wie habe ich die nicht gefunden die ganze Zeit? Meine Güte! Das ist ja unglaublich. Guck mal, wir können hier einfach rein. Und das ist Stufe 90. Das ist perfekt. Perfektus. Schmecktus. Okay. Es wirkt sehr ruhig auf den ersten Blick. Aha. Wir nehmen dann nach vorne Raymond vielleicht. Was ist mit der Framerate? Habt ihr das gesehen? Was ist da los? Ich hab das Gefühl, dass das Game irgendwie ein bisschen abspackt. Das zappelt so, ne? Wie machst du das da? Nimm mal die Armbrust so lange. Und dann gucken wir mal. Wir könnten jetzt nach rechts. Ich glaube, das ist der einzige Durchgang, der zurzeit da ist, ne? Ja. Dann machen wir das.
Ich frag mich, wer hier reingeht. Oh. Und hier Schwefel abbaut und so. Und Metall. Da sind hier super viel Metall vorkommen. Aber wer macht das? Oh, Raymond ist so stark einfach mittlerweile. Der one-hitted die fast alle. Mit einem Schlag. Ja, vor dem hätte ich Angst, würde ich dem begegnen. Nachts in einer dunklen Gasse? Wüsste ich nicht, wie ich mich verhalten sollte. Nee, hab mich bloß vom Knistern erschreckt. Oh, wir sind hungrig. Gucken wir nochmal eben. Aber es gibt bloß diese einen Durchgänge. Also bisher ist sie relativ simpel aufgebaut. Ah, hier ist wieder rechts oder links. Ja, lass uns jetzt mal links gehen. Da sind auch nochmal Wilderer. Und es gibt noch ein bisschen Bedarf an Essen, den wir haben. Wilderer killen gibt halt auch gute Erfahrungspunkte, also machen wir das gerne. Und sie sind Wilderer. Wir sind auf der guten Seite. Wir wilder nicht. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. Aber die Daydream können wir auch mitnehmen. Gab's noch mal Sphären? Schön. Mir ist auch aufgefallen, wenn du in die Höhen gehst, sind die Bosse nicht immer dieselben. Also es kann sein, dass das eine random Mechanik ist. Und wir haben immer so einen Timer, ne, wenn wir reingehen. Und ich glaube, dass nach diesem Timer der Boss wechselt. Also die Höhle ist dann trotzdem betretbar, aber es ist halt ein anderer Boss in der Höhle. Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir durch. Lol. Okay. Erstmal ein bisschen in der Luft kratzen. Geht auch. Und was ist hier? Okay. Gehen wir mal weiter. Oh krass. Die Struktur habe ich auch noch nicht gesehen in der Höhle. Oh nee, das stimmt nicht. Ich glaube, das kenne ich schon. Ja, ja. Hier waren wir auch schon mal in so einer ähnlichen Höhle. Cool, eine lila Kiste. Die kann ja nur gut sein. Pfeile kann ich gut gebrauchen. Gerade Megasphären nehme ich auch sehr gerne. Und die Goldmünzen. Die uns langsam knapp werden. Wir nehmen entweder an und fliegen da hoch. Wird das nicht alles klettern müssen. Okay, wir brauchen einen neuen Reitersattel, habe ich beschlossen. Und zwar den von diesem anderen Vieh, was wir da gerade gesehen haben. Das sah vom Style her viel, viel cooler aus. Und es fliegt wahrscheinlich auch schneller. Und es ist riesig groß. Oh, ihr seid auch wieder da? Okay. Na, dann machen wir das eben nochmal. Keine Chance. Und du hier auch, bitte. Ich habe das schon gedacht, dass wir genug Sphären zurückkriegen. Warte mal, hier geht's auch nochmal rein. Durch diese grüne Tür hier. Verdammt, ich bin hungrig. Ja, ungünstig. Wer ist es denn? Raymond. Gut, dann nehmen wir mal Pastine nach vorne jetzt. Oh, krasser Raum hier. Schön aus. Voll schade, dass man keine Base haben kann in so einem. In so einer Höhle. Ich habe immer noch die Gabelung von vorhin im Kopf. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in eine Sackgasse. Sieht genauso aus, ja. Das Tine ist auch strong. Oh, warte mal, das ist Nox. Krass, es gibt wieder Nox hier. Ups, das habe ich jetzt eine Mana gebrochen.
Ich meine, ich habe genug davon, aber ich habe noch kein eigenes gefangen. Ich habe die immer nur brütet und so. Ja, komm. Eine werfe ich noch und wenn es dann nicht drin bleibt, dann killen wir es einfach raus. Ja. Sorry, Nox, du wolltest den Tod. Du wolltest nicht die Gefangenschaft. Das kann ich nachvollziehen. Na denn. Solltest du den haben. Hier ist eine Kiste irgendwo. Da steht. Ja, seht ihr? Da hinten. Es ist immer so. Es gibt immer eine Kiste. In solchen Räumen. Was ist das? Paar-Sphäre, kleine Sphäre, kleine Seele. Und Münzen. Spektakulär! Phänomenal! Phänomenal, vor allem. Phänomenal! Phänomenale kosmische Kräfte. Winzig kleiner Lebensraum. So. Aladdin war ein cooler Disney-Film. Ich habe den Tag erst über Disney-Filme nachgedacht und wie ich dazu stehe. Manchmal denke ich über random Shit nach. Und das war so einer der Gedanken, die ich irgendwie hatte. So, wie stehst du zu Disney-Filmen? Und ich stehe zu den alten Disney-Filmen sehr, sehr gut. Das war halt einfach ein Teil meiner Kindheit, ne? So König der Löwen, Mulan. Voll oft bin ich nach der Schule nach Hause gekommen und ich habe mir ohne Kack die Videokassette von Tarzan, Disneys Tarzan, jeden Tag reingezogen, komplett. Weil ich die Lieder toll fand von Phil Collins und so und fand's voll cool. Und dasselbe mit Mulan dann auch. Und König der Löwen war, glaube ich, der allererste Kinofilm, den ich gesehen habe. Damals noch mit meinem Vater, weiß ich noch. Da sind wir ins Kino gegangen. Und das war cool. Da saß man in so einer Loge, richtig. Und haben den angeguckt. Und ich weiß noch, bei der Szene, wo der Vater gestorben ist, da fand ich das so traurig. Mein Vater war auch voll berührt und so. Wir saßen da als Vater und so gespannt. Und uns standen die Tränen in den Augen, weil Mufasa von der Herde überrannt wurde. Ja, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Die neuen Disney-Filme gefallen mir alle nicht mehr. Ich meine, klar, ich bin jetzt auch keine 10 mehr oder was. Aber trotzdem haben die irgendwie weniger Herz, finde ich, als früher. Ich glaube, der letzte, der noch so ein bisschen an den Charme rangekommen ist von den alten Disney-Filmen, war Frozen. Aber dann wurden die alle irgendwie immer, ich kann es gar nicht beschreiben, irgendwie immer voraussehbarer und I don't know. Ich will gar nicht dieses, es wird erstens auch politisch werden und das versuche ich sowieso komplett zu vermeiden. Ich will auch gar nicht dieses Vogue-Thema aufgreifen, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, weil das Wort Vogue ist ja kein schlimmes Wort. Es steht für Gleichberechtigung und für den Kampf gegen Sexismus und gegen irgendwie Diskriminierung und so. Also das ist für mich das Wort Vogue. Aber es wird halt von den Medien halt missbraucht und ins Schlechte gezogen. Deswegen lasse ich die Diskussion raus. Ich kann verstehen, dass die Leute zum Beispiel sich aufregen jetzt in der Realverfilmung. Ich spreche jetzt einfach kurz an von Ariel zum Beispiel. Dass das auf einmal irgendwie eine andere Hautfarbe ist oder so. Für mich persönlich, das interessiert mich überhaupt nicht. Klar, das ist nicht mehr der Charakter von früher. Da finde ich es blöd, wenn die Geschichte halt das nicht wirklich hergibt. Aber es macht bei Ariel keinen Unterschied, finde ich. Das stört mich jetzt nicht. Es ist halt eine neue Interpretation von dem Film von früher. Und jeder kann sich seine Meinung bilden, was er am besten findet, ne? Ich finde den Trickfilm von Ariel auch nicht besonders toll, muss ich sagen. Aber es war jetzt auch nicht so mein Lieblings-Disney-Film. Die Lieder waren toll von Ariel, das stimmt schon. Ein Mensch zu sein und so war schon ein cooler Song. Den singe ich heute noch in der Küche, wenn ich Kaffee koche oder sowas. Ich finde, das passt immer sehr gut. Wenn ich nämlich aufstehe morgens, bin ich kein Mensch und dann möchte ich mal ein Mensch sein. Ja, jetzt muss man so nebenbei, ich hatte nichts zu erzählen. Das ist immer bei Power, wir haben das ja alles schon gesehen teilweise. Das waren so meine Gedanken zu Disney-Filmen. Was sagt ihr dazu? Ich finde, auch irgendwann bin ich halt... Ach, wir sind im Bossraum, by the way. Bin ich halt komplett von Disney und den amerikanischen Animations-Zeichentrickfilmen abgegangen. Die Bosse sind Gelbclaw. Und bin zu Anime gegangen. Und habe da viel mehr Qualität gefunden als bei den ganzen amerikanischen Produktionen. Ich meine, alle Studio Ghibli-Filme und so. Großartig. Das sind Meisterwerke.
Und dann aber auch die Anime-Serien und hast du nicht gesehen. So, das sind Flugparts. Ich glaube, dass sie anfällig sind gegen Eis. Das war kompletter Quatsch. Gegen Eis und Elektro. Deswegen nehme ich Raymond mal rein. Da vorne. Und hau den mal raus gleich. Aber wir werden schon angegriffen. Ich hoffe, dass er die erreichen kann da oben. Wir müssen Gayclaw nicht unbedingt fangen. Dann seht ihr, wie viel Damage das kriegt. Raymond ist leider hungrig. Ich habe jetzt aber nicht mehr viel zu essen dabei. Ich glaube, er stürzt gerade ab. Hau ab. Haben wir denn nichts, was fliegen kann? Das ist ungünstig. Ich hab's auch gerade voll zurückdrängen lassen. Okay, der trifft dich schon. Das ist in Ordnung. Okay, hier einen haben wir. Okay, wir haben eigentlich fast alle. Würde ich mir bloß den großen Gayclaw, würde ich mir schon gerne fangen. Der kommt auch nicht mehr hoch da, glaube ich. Ich würde mal die blauen erstmal versuchen. Die Schrottsphären. Wundert mich. Okay, lass mal ein bisschen unser Game absteppen und die Grünen direkt nehmen. Nee. Dann halt die Gelben. Das sollte gehen. 55% ist ja sehr wohl... Come on. Was für ein Pech wir haben. Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass das drin bleibt. Cool. Seht ihr? Unser zweites Gate, glaube ich, haben noch nicht viele davon. Und wir haben uns auch noch nicht angeguckt, wie schnell das fliegt. Ich kann mir vorstellen, dass es flinker fliegt als andere. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach der guten Balance, ne? Wir bräuchten einen starken Pal, der schnell fliegt. Und mir ist das Element dann relativ wurscht sogar. Ausgehungert ist nicht gut. Wartet mal. Wir haben ein bisschen Fleisch, was er haben kann. Mehr ist nicht drin. Mein armer Raymond. Er hat Hunger. Okay, Rubin und schlaues Technikbuch. Nochmal Rubin und schlaues Technikbuch. Ja. Giftdrüsen waren dabei. Die können wir ja schon mal benutzen. Dann tragen wir die nicht ewig rum. Wir haben super viele Technologiepunkte. Wir müssen unbedingt was machen damit. Aber ich warte immer noch, bis wir die dritte Base machen können. Dann suche ich mir einen Ort, wo es wirklich komplett flach ist. Und da baue ich nur. Da baue ich einfach alles. Und dann dekorieren wir alles. Und es wird richtig schön. Das wird dann eine Baufolge und so weiter und so fort. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind immer noch am Erkunden und stark werden und so weiter und so fort. Weil momentan gibt es ja noch keine Story in dem Game so richtig. Also wir können uns nur unsere eigenen Ziele setzen. Und die Türme abklappern. Das machen wir definitiv. Stück für Stück. Okay, lass uns erstmal nach Hause zurück, würde ich sagen. Für den Moment ist das okay. Wir haben viel geschafft. Die Hälfte ist auch schon wieder geschafft von der 25. Die Parts, denen geht's in Ordnung. Ich wollte nicht, entschuldige. Ich wollte eigentlich... Dranilf. So, dann eiern wir schnell hier rüber mit unserem dicken Hintern. Und fliegen, was der Flügel hergibt. So, na denn. Ich finde, wir haben viel entdeckt jetzt. Guck mal, was ist denn das hier Rosanes? Ist das ein Strand? Wartet mal. I wanna know. Das sieht cool aus. Das gucke ich mir an. Die ignoriere jetzt, die sind mir wurscht. Jump hier einfach lang und dann gucken wir mal, was das ist. Das müsste in der Richtung liegen, ne? Ja. Ist irgendwas Pinkes, irgendwas Rosanes. Ist das ein Wäldchen oder so? Ne, es ist ein Strandgebiet. Aha. Crazy.
Guck mal, da hinten ist auch nochmal so eine verbotene Insel. Ich sehe leider keinen Turm hier in der Nähe. Das ist einfach ein Strandstück. Was geht denn da unten ab? Das sind Bristler. Mal gucken, was hier noch so gibt. Tokotoko sind da auch, sehe ich. Oder sind das Tokotoko? Ja. Ja, die explodieren. Oh. Okay. Crazy. Vom Level her sind die eigentlich bei uns. Ein bisschen unten drunter, aber es geht. Oh, komm zurück! Oh, das war so knapp. Oh, was ist das Cooles? Was ist denn das? Hangyu? Das sieht ja cool aus, das will ich haben. No. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich will nur dieses Hangyu. Was anderes will ich doch gar nicht. Ich habe bloß blaue Palsphären. Das ist schlecht. Wie viel habe ich denn davon? 3. Na gut, wir müssen uns einigermaßen schwächen. Krass aus. Was ist das? Ein Kopf mit Armen einfach nur. Ein bisschen bizarr. Ja, Dranif ist hungrig und steht da einfach auf dem Baum rum. Ich meine, du kannst nicht alles haben. Wir haben auch keine Munition mehr. Ich werfe jetzt, was ich habe. Komm mal zurück, bitte. Bleibst du hier? Ich wusste, dass das passiert. Come on. Ja, okay. Mega. So eine Scheiße! So ein Kack. Gut, ich merke mir, dass das hier ist. Palem-Team ist hungrig. Ja, ganz toll. Was soll ich machen? Ich habe nichts da. I don't have anything. Oh, guck mal. Da ist ein Dicktoy. Ist ein wildes. Wir haben das geschlüpft bekommen. Ah, das sind coole Parts hier in der Ecke. Guck mal. Dumut. Können wir jetzt schon. Und das ist ein Faddler. Ich habe auch noch keinen Faddler draußen gesehen. Immer nur in Höhlen. Interesting. Vom Level her auch, ne? Das ist so ein bisschen über unter dem Levelgebiet, auf dem wir gerade sind. Also es macht schon alles Sinn. Warum ist ein Dicktoy so aggro? Soll mich in Ruhe lassen? Ich brauche das nicht. Ich bräuchte es schon. Es wäre schon cool. Aber ich kann es nicht fangen. Ich habe nichts dabei. Und deswegen suche ich einen Turm. Gibt es einen hier? Nicht so richtig, ne? Aber wisst ihr was? Egal. Ich würde mal ganz kurz... Scheiße, au. Was machst du? Wir sind halt hungrig. Das ist halt echt dumm. Ja, und hier wird's heiß. Ich laufe jetzt einfach. Ja, lass uns mal ganz kurz die Hitzerüstung anziehen. Gut, dass wir die haben. Wir sind halt auch hungrig. Und wenn das zu weit runter geht, sind wir so gut wie tot. Deswegen versuche ich gerade mal irgendwas zu essen zu finden hier. Das wäre schon nicht schlecht. Dann gab es noch kleine Paar-Sphären, okay. Megasphären, meine ich. Und kleine Paar-Seelen. Hier muss es doch einen Turm geben. Ist auch schon wieder so ein Savannengebiet oder sowas, ne? Ist jetzt nicht so wie die Wüste, die wir gesehen haben. Aber ähnlich. Kacke, ich habe mich voll vom Turm wegtreiben lassen jetzt. Das war nicht so gut. Lass uns mit Monoke reiten. Gut, dass wir das dabei haben, zufällig gerade. Huch, was war das? Dämmersande. Gibt es hier einen Turm?
Und was gibt es dort? Ich guck mal eben, was da im Käfig sitzt. Oh, das ist bloß ein Frog. Nicht sehr interessant, ehrlich gesagt. Ich würde nur gerne wissen wollen, ob hier ein Turm ist. Ist einfach keiner da. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier einfach Traffic ein. Hier ist auch noch eine Höhle. Kann ich mir die markieren? Kann ich schon, ne? Man kann auch Markierungen setzen. Es ist halt blöd, dass hier so viel abgeht gerade. Wie kann ich denn das machen? Weiß ich nicht. Na gut, dann merke ich mir einfach, dass die hier ist ungefähr. Irgendwo. Und solange hüpfen wir mit IKTD durch die Landschaft. Relativ schnell mit dem unterwegs. Es wird auch dunkel. Ich wiese gerade den Turm hier an, den Scheideweg. Der müsste uns auch gleich am Kompass angezeigt werden. So, kurz. Ja, da ist er. Ist der auf der anderen Seite? Das ist natürlich doof. Wo war denn der? Es ist noch ein ganzes Stück. Okay, ja, der ist auf der anderen Seite. Moment, noch ein paar Sphären. Da hinten die Leafmunk nehmen wir auch noch mit. So. Und dann sollten wir eigentlich da hoch können. Indem wir einfach springen. Das müsste gehen. Habe ich das Gefühl. Ne, lass mal absteigen und einfach klettern kurz. Ich kann während des Kletterns das Pal nicht zurückrufen. Oder den Pal. Ja, wir sind halt so gut wie ausgehungert. Sehr, sehr ungünstig. Ich laufe jetzt einfach den Rest hier. Und hoffe, dass ich irgendwo einen Bärenbusch finde oder so. Pistolen, Munition. Übrigens, gestern waren die Oscars. Und der Junge und der Reiher haben einen Oscar gewonnen. Das ist der neue Ghibli-Film, wo wir vorhin schon beim Topic waren. Das ist auch, glaube ich, der letzte Miyazaki-Film. Also, ich hoffe, ich kriege den Namen richtig. Hayao? Heißt der Hayao Miyazaki? Hat er... Chihiros Reisen ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, diese krassen Klassiker einfach gemacht. Und Chihiro hat halt auch einen Oscar gewonnen damals. Und der jetzt auch wieder. Das war sein Film von 2023. Voll geil, ich habe ihn noch nicht gesehen. Würde mich aber voll interessieren, ob der gut ist. Bestimmt ist er gut. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ist. So, erstmal schnell essen hier, bevor wir komplett vom Fleisch fallen. Und Raymond braucht auch was. Okay, und dann verließen sie uns. Können wir denn... Warte mal, wenn wir... Oh, jetzt wird es uns kalt. Ich würde mal eben die Kälterüstung anziehen. Wenn wir jetzt... Entschuldigung. Drani rausholen. Wird es essen gehen? Geht es essen? Nee, das arbeitet sofort. Das ist gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte, dass es isst. Okay, dann lass uns hier mal ein bisschen Zeug rausholen irgendwie. Lass uns mal die Hälfte der Bären nehmen und die dann wieder zur Hälfte machen. Ich weiß nicht, wie ich das richtig absplitten kann. Deswegen machen wir es einfach Stück für Stück so. 400 Bären sind zu viel. 200 sind auch noch zu viel. Und das ist auch zu viel. So, damit können wir arbeiten. Ich würde die auch in der Tasche behalten, weil was zu essen dabei zu haben, ist nicht verkehrt. Tatsächlich nicht. So, alle wieder gesättigt, alle wieder fit im Schnitt. Okay. Was macht das Ei? Ja, sind immer noch bei 39 Minuten, okay.
Gudi, was macht mein Knüppel? Der ist fertig. Sehr, sehr gut. Dann nehmen wir den mit. Dann können wir den gleich mal ausprobieren irgendwie. Wir sollten die Armbrust auch reparieren. Ich mache das mal so. Und dann reparieren wir mal ein bisschen durch die Gegend hier. Eine Kälterüstung will ich jetzt eigentlich nicht ganz haben. Hier fehlt uns super viel Metall. Das könnten wir von drüben holen. Wichtig wäre jetzt erstmal die Armbrust. Ja, lass uns mal eben schlafen gehen. Dann holen wir das Metall von drüben ab. Voll geil. Meine Maus spinnt. Ich weiß nicht warum. Die Kamera zieht die ganze Zeit. Ach, wisst ihr warum? Oh, krass. Hier lag ein Katzenhaar auf dem Sensor von der Maus. Entschuldigt. Und immer wenn ich die bewegt habe, dann ist der Sensor über das Katzenhaar gegangen und ist so nach oben geschwenkt. Das passiert halt manchmal bei zwei Katzen. Guten Morgen. Na gut. Okay, wir haben den Knüppel jetzt. Wie sieht der aus? Das ist so einer. Guck mal. Wenn wir den jetzt benutzen, schwingt er den einfach wie so ein Baseballschläger. Ich bin so gespannt, was in diesem Ei ist. Lass uns hier mal das Sparky, der Knüppel. Das ist bestimmt One-Hit dann. Bleib hier! Ich tu dir nichts, versprochen! Okay. Das hat wirklich nicht viel Damage gemacht. Nicht, dass das viel Damage. Oder liegt es daran, dass das ein Elektropal ist? Ist schon komisch. Raymond, mach du das. Das geht schneller bei ihm. Guck mal, wenn wir selbst eine Stufe 3 haben, keinen Damage machen mit dem Ding, ist das für ein Arsch. 19er Schäden. So ein Quatsch. Hey, oder mache ich irgendwas falsch mit dem? Muss ich das anmachen vorher? Sphäre werfen? Nö. Keine Ahnung, was hier gerade los war. Was bringt dieser Stock? Muss ich den gedrückt halten oder so? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Na gut, das finden wir noch raus. Ja, ich wollte mal eben schauen nach diesem neuen Pal. Der war ja ziemlich nice. Das ist auch cool, hier Jolter Christ. Oder Christ. Aber hier das Teil, Kölvan. Guck mal, Drachenatem 70. Mega stark, Säureschauer 80. Und Geisterlore 45. Ich werde Dranif rausnehmen. Ist zwar vielleicht ein bisschen früh, weil wir noch keinen Sattel haben für Quivern, aber wir können ja mal gucken, ob wir den schon lernen können und was der möchte. Wo ist denn Quivern? Können wir das überhaupt schon? Ich meine, der war ja ab 23, warum nicht? Oh, cool, wir können die alte Pistole lernen, das mache ich mal. Und das Musikzimmer-Set finde ich auch ziemlich cool. Und eigentlich der Terrasattel, den würde ich auch lernen. Mache ich mal mit alles hier. Können wir denn schon Quivern-Sattel lernen? Ich habe ihn nicht gesehen weiter oben. Aber guck mal, es gibt es die Handschuhe dafür. Was macht das? Thermohandschuh zum Greifen von Jolter Christ. Ermöglicht es dir, Jolter Christ damit bei Aktivierung der Partnerfähigkeit als Eisgranate zu verwenden. Na gut, aber dann ist es doch tot, oder? Wenn ich das mache. Okay, es ist nicht hier. Wahrscheinlich erst weiter unten. Dann gucken wir mal da. Ist halt auch cool, dass wir einen Pyrim-Sattel bekommen irgendwann. Demnächst. Erst ab 36. Ja, das dauert ja noch ewig. Das macht nicht viel Sinn. Das dann jetzt schon mit reinzunehmen. Das haben wir nicht zum Fliegen dabei die ganze Zeit. Das sind noch 10 Level. Mehr sogar. Ach, okay. Schade. Was ist mit Gelclaw? Den Sattel können wir doch machen, oder? Ich würde es mal testen, alles so ein bisschen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Flugtempo von dem Ding, was wir jetzt gerade da benutzen. Dranilf.
Bei Gelbklausattel können wir machen, weiß ich. Da. Stoff, Lederfasern, Palladium. Ja. Okay. Gucken wir mal. Das interessiert mich jetzt. Gelbklau, Stoff. Warum habe ich so wenig Fasern? Und wo ist mein ganzes Palladium? Leder ist genug da, Stoff nicht. Das heißt, wir werden mal kurz ein bisschen Stoff in Auftrag geben. Machen wir mal 20. Oder 30 gleich. Ja, Produktion. Das können die machen, solange holen wir ein bisschen Fasern ran. Ich glaube, ich habe die Axt nicht mehr ausgewählt, ne? Nee. Wohl. Ich lasse es jetzt so. Nee, ich will die Armbrust schon ausgewählt haben. Dann nehmen wir den Knüppel da erstmal weg, den keiner braucht. Brauch 5 Fasern. Problem ist, dass die Axt fast kaputt ist. Ja, da ist sie. Hinüber! Trotzdem gereicht. Sehr, sehr gut. Was noch? Stoff, Leder. Ach. Ich hab's schon wieder vergessen. Das war's schon. Ein paar Palladium-Baustücke haben wir jetzt auf einmal. Die kamen jetzt einfach so magisch dazu. Und 14 Stoff bräuchten wir. Das ist genau das, was jetzt hier gerade fertig ist. Vielen Dank. Okay, ey, cool. Dann können wir den ja machen. Produktion beginnen. Dauert nur sehr lange. Deswegen lassen wir das jetzt hier einfach laufen nebenbei. Und wenn es dann fertig ist, testen wir es. Hier sollten wir reparieren. Okay. Und hier können wir nicht reparieren. Da fehlen uns Metalldingsies. Da können wir hier nochmal ein paar Nägel in Auftrag geben. Mach ich mal 3. Okay. Und hol ein bisschen Metall von drüben. Ach, seht ihr, und ich wollte ja gucken nach diesen Buff-Technologien. Hier zum Beispiel. Nee, das war's nicht. Da gab's so ein. So ein Item. Das hatten wir aber schon gelernt, ne? Die Eisentruhe, die war ganz cool. Hatte ziemlich viel Fassungsvermögen. Ich will es halt nicht übersehen hier, aber es war weiter unten, glaube ich. Hier! Große Werkzeugkiste. 40 Metall, 15 Nägel. Und Arbeitstempo wird damit erhöht, was ziemlich cool ist. Okay, ich hole mal das Metall ab von drüben. Das werden keine 40 sein, aber wir können das ja Stück für Stück zusammentragen. Okay. Was geht hier los? Sammeln wir schon mal das hier auf, alles. Dann können wir das nämlich gleich mit verarbeiten. So, dann nehmen wir die 18 hier raus und machen neue 61. Holy Macaroni. Das ist cool. Das ist einfach so cool, dass das geht. Okay, so lange gehen wir zurück. Und dann haben wir nächste Folge, glaube ich. Genug Metall, um Dinge zu tun. Was ganz cool ist. Okay, Leute, ich würde sagen, für heute ist es erstmal soweit in Ordnung. Ich bin immer noch extrem excited, was dieses Ei da birgt in sich. Das kann ja nur richtig geil sein. War immer noch seine 17 Minuten, aber das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Und dann wird auch hier alles fertig sein, was wir da gerade in Auftrag gegeben haben. Aber wartet mal, ich würde noch gerne ein paar Palsphären in Auftrag geben. Denn wir brauchen dringendst neue. Oh, was ist mit ihr? Okay, sie chillt hier einfach. Das finde ich gut. Sie kann da bleiben. Hab ich nichts dagegen. So, da geben wir auch nochmal die Dinger in Auftrag. Und dann ist es erstmal in Ordnung für den Moment. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir gerne ein Like da. Und falls ihr neu seid auf dem Kanal, freue ich mich über ein Abo.
Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin. Tschüss.